Hallo Leute. Ja, bei dem Einsatz letztes Wochenende, letzten Sonntag mit dem Crawler, habt ihr das ja wahrscheinlich mitbekommen, wenn ihr das Video gesehen habt. Ich verlinke das mal hier oben irgendwo, dass halt die Lenkbewegungen immer so erbärmlich geschrien haben. Und ich hatte ja die Vermutung, dass das Servo defekt ist. Und man eventuell da mit einem kleinen Tröpfchen Öl oder sonst irgendwas da eventuell was reparieren kann. Und genau das will ich heute machen. Ich gucke mir das jetzt mal an und nehme euch da mal mit. Und ihr könnt euch das mal anschauen, direkt quasi aus der ersten Reihe, was denn mit diesem SAVOX Servo los ist und was da passiert ist. Schauen wir uns das an. Zur Erinnerung, als wir am Wochenende unterwegs waren mit dem Crawler, fing auf einmal das Ding an zu quietschen, wie so ein Hamster. Und man hört es sogar so. Das kommt also eindeutig hier vom Servo. Und den Servo gucken wir uns jetzt mal an. Ich habe das Ding schon ewig nicht mehr auseinander gehabt. Jetzt mal gucken hier. Bei dem Gerät ist eine Crawlster-Lenkung verbaut. Also es ist keine Serie. Ja, der geht auch sehr schwer hier, das Ding. Geht super schwer. Dann gucken wir mal, ob wir das Ding aufgeschraubt kriegen. Und schauen wir mal, was da drin los ist. Wir können das Ding mal so in Betrieb nehmen und mal gucken, was passiert. Aber wie gesagt, die Zähne sind alle in Ordnung. An den Zähnen ist nichts dran. Und wenn man das Ding einschaltet, Achtung, da hört man schon. Also das Ding ist tot. So, ich habe das Ding jetzt zusammengebaut. Habe jetzt auch mal die dicken Reifen drauf gemacht, damit man ein bisschen mehr Grip hat. Es geht ja nicht am Wochenende um Scaler und Originalgetreue, sondern es geht wirklich darum, bestmöglichst dadurch das Gelände zu pflügen. Und das sind zurzeit sind das 2,3 mal 5,4 Chisel-Reifen oder Chisel oder wie immer die auch ausgesprochen werden. Und das sind Brettlockfelgen hier, die entsprechend auch zusammengeschraubt sind. Da drin sind Gewichte drin. Und ich hoffe, dass der neue alte Servo die dicken Schlappen überhaupt gelenkt bekommt. Wir testen das jetzt mal draußen. Ja, wie ihr mitbekommen habt, habe ich jetzt das SAVOX-Servo tatsächlich ausgetauscht gegen ein Kazon-Servo, was im Prinzip in meinem Kazon Spectre 6S ursprünglich als Stock-Version verbaut war. Ja, das Ding ist zwar langsam, aber das ist bei einem Crawler nicht ganz so schlimm, weil letztendlich kommt es da eigentlich aufs Zuggewicht an. Weil man da ja doch ein bisschen mehr Kraft braucht, wenn man vielleicht irgendwo feststeckt und muss sich durch Lenkbewegungen irgendwie aus dem Gelände ziehen. Ob das Kazon-Servo das am Ende bringt, weiß ich auch nicht. Aber es geht halt darum, dass ich am Wochenende auf jeden Fall mitfahren kann. Und ich werde dann halt schauen, dass man auf längere Sicht halt wieder was Ordentliches da reinbaut. Aber es geht jetzt wirklich darum, dabei zu sein. Also seid gespannt auf Sonntag. Bye bye.